Äußerst freundlich wurde Kölns neuer Trainer Lorenz Günther Köstner bei seiner Bundesliga-Premiere im Rostocker Ostseestadion empfangen. Die Kölner Spieler trugen zunächst ihren Teil zum gelungenen Einstand des neuen Trainers bei. Toni Polster zum 1:0 nach 27 Minuten. Der Tabellenvierte Hansa Rostock in der ersten Halbzeit enttäuschend, hatte nur eine klare Torchance durch Toni Miczewski. Noch nie konnten die Rostocker ein Heimspiel gegen Köln gewinnen. Diese Negativserie schien sich fortzusetzen, als der Kölner Michael Rösele 60 Sekunden nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Neue Hoffnung für Hansa in der 63. Minute, als Neuzugang Olivier Neuville auf 1:2 verkürzen konnte und bei Kölns neuem Trainer für bange Minuten sorgte. Neuville war es dann auch, der die größte Chance zum Ausgleich vergab. Es blieb beim verdienten 2:1 Erfolg der kampfstarken Kölner, die damit ihren ersten Auswärtssieg der Saison und den gelungenen Einstand von Trainer Lorenz Günther Köstner feiern durften.